alles, was ein Profi-MMA-Kämpfer während der Wettkampfvorbereitung isst. Das ist doch mal ein interessantes Video. Let's go. Full day of eating vor mir. Und wir müssen jetzt einkaufen gehen. Sparring. Das war übrigens mein allererstes Auto. BMW E36 Kompakt als 316i. War mein erster Wagen. Weiterkochen. Mit 18 direkt gekauft. Und dann ein Jahr später Totalschaden. Jemand die Vorfahrt genommen und das Ding war Schrott. Und dann gibt's nochmal Training. Boah, E36 Coupé, bester Wagen. Freust du dich einkaufen zu fahren? Klar, einkaufen ist geil. Hier seht ihr übrigens die Tür meines neuen BMW E36. Muss ich einen LKW fahren? Oh. Da hat er aber ein bisschen gestritten. Oh, mit Leder sitzen, schön. Ich hab dann Karriere-Card. Oh, meine Cousine ist im Chat. Guten Morgen, Patricia. Ja, ich wollte dieses Auto an dem Tag verkaufen und habe ihn geschrottet, tatsächlich. Ja, einfach geradeaus auf der Kreuzung gefahren bin, obwohl ich 45 Grad vorhin stand. Und mich dann mit auf die Kreuzung geschleift hat, 50 Meter ungefähr, und nie anhalten wollte. Er hat übrigens eine Getränkebox in der Mitte stehen gehabt, warum er wahrscheinlich nicht ganz zurechnungsfähig war. Und die Polizei Frankfurt hat natürlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Kam mit ihr Block, haben eine Unfallzeichnung gemacht, eine Skizze. Und Stefan Pütz, mega, mega sympathisch, Mann. Und bodenständig, fährt einfach so ein Kompakt. Beste Karre, Mann. Und haben mich dann wollten. Ja, ich glaube auch, Locke, das sind tatsächlich Teilledersitze. Mir einen Alkoholtest machen, obwohl der Typ konnte nicht mal gerade auslaufen und seinen Namen buchstabieren. Wie ihr seht, bin ich sehr glücklich, denn ich kaufe. Cousine, kein VIP, das müssen wir jetzt ändern. Meine Cousine kriegt jetzt erstmal den Mod-Status hier. Meine Cousine darf jetzt Menschen hier rausbannen, wegfetzen. So, machen wir jetzt erstmal meine Cousine als Mod. Ja? Familie geht vor, Freunde, ihr wisst. So, bitteschön. Bei Natura ein. Ich bin auch glücklich, wenn ich bei Dance einkaufe, also bei allen Biomärkten eigentlich. Wir müssen natürlich wieder mal... Freunde, wenn ihr beim Biomarkt einkaufen geht, nehmt schon mal die Kreditkarte mit. Oder Rechnung auf Klarna. Dieses Klischee beleuchten, dass es zu teuer ist für viele Leute. Man kann mit ein bisschen System auch einen guten Schnapp bei so einem Bio-Discounter sozusagen oder mit einem Bio... Bitteschön. Guck mal, du hast jetzt das Schwert vor deinem Account. Siehst du, du bist jetzt Mod. Markt. Aber bann hier keine Leute weg, die dir auf den Sack gehen. Ne? Bann erst, wenn ich dir sage. Machen und hochwertige Nahrung zu einem günstigen Preis einkaufen. Es ist einfach Ey, falls ihr einen Biomarkt bei euch habt, Dance, im Dance gibt das. Probiert mal aus. Es gibt bei Dance Milchreisflocken. Das ist das Geilste, was es gibt. Das mit Whey Porridge draus machen, unfassbar krank. Unfassbar lecker. Schön hier einzukaufen. Man hat ein viel besseres Gefühl und man hat nicht das Gefühl, dass man danach kräht. Ey, die sind brutal. Damit habe ich meine Wettkampfsaison geladen. Natürlich, die sind teuer, aber kann man ab und an mal sich gönnen. Ne? Ich glaube, Packung kostet 4-5 Euro, aber die Dinger sind echt brutal. Milchreisflocken bei Dance, die sind heftig. Krebs hat, wenn man rausgeht aus dem Laden. Man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass in Bioläden die Leute viel zufriedener und freundlicher sind. Habe ich heute einfach mal. Normal, da laufen doch nur so Leute mit Jack Wolfskin-Jacke rum. Also festgestellt, mal wieder, wie höflich die Mitarbeiter sind, wenn man reingeht und fragt, wo man was findet. Man kriegt direkt eine saubere Auskunft, sie führen einen hin. In dem anderen Laden sind die ultra genervt hin und her, denken sich so, ey, mit welcher Frechheit besitzt der, kommt der jetzt hierher und fragt mich einfach irgendwas. Alle sind super engagiert hier im Bioladen, muss man wirklich sagen. So. Hier, Freunde, das sind die Dinger übrigens. Milchreisflocken. Schnelle Milchreisflocken. 425 Gramm, 3 Euro. Geht sogar klar, der Preis, oder? Geht doch voll in Ordnung. Bei 6 Stück zahlst du 7,58 Euro für ein Kilo. Ist okay. Ich glaube, ich muss dir die mal wieder bestellen. Voll Bock drauf, Alter. Es sind noch 2 Stunden bis zum Sparring. Ich frühstücke ja normalerweise nicht, das heißt...
Einfach kochendes Wasser drüber, bisschen Whey und fertig. Ich trinke nur 2 Liter Gemüsesaft ungefähr zum Frühstück. Dann gehe ich trainieren und nach meiner ersten Einheit... Ach krass, im Rewe gibt es die auch, wusste ich gar nicht. Fange ich dann an mit der Nahrungsaufnahme. Heute werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, vorher zu kochen. Ich versuche mal vorher schon Essen vorzubereiten, dass wenn ich vom Sparring sozusagen mit dem Sparring fertig bin, direkt mit der Nahrungsaufnahme beginnen kann. Heute werden wir dann wahrscheinlich danach mit der Nahrungszubereitung beginnen und dann direkt anfangen zu spachteln. Ja, in Safter und Kannen will ich. Damit ihr die perfekte Saftausbeute aus euren Hoch... Jetzt geht's wieder los hier mit der Insafter-Werbung. Beste Szene, Stelle wollte ich sagen. Stelle, nicht Szene. So, weiter. Bei den Rohstoffen bekommen, braucht ihr einen Slow-Juicer, der eine langsam drehende Schnecke mit wenig Hitzeentwicklung hat. Ist der perfekte Energizer für den Start in den Tag. Ihr habt eine Versorgung von Vitaminen und Phytonährstoffen. Es ist lecker, es macht Spaß, mit was Hochwertigem zu arbeiten. Ihr habt 10 Jahre Garantie. 10 Jahre, überlegt mal. Bei Cumings. Nicht mal bei Hyundai gibt es so viel Garantie. Vorbei mit dem Code T800 könnt ihr 10% sparen. Alle Sachen, die ihr hier erzählt, haben wir bei Alnatura gekauft. 90 Euro. Für wirklich Kleinigkeiten, ne? Krank. Bioläden sind wirklich, wirklich teuer, Alter. Kauft. Wir haben insgesamt 90 Euro gezahlt. Das ist jetzt natürlich nicht der Maßstab. Ich bin Profisportler, das heißt, ein Hauptteil... Darf man nicht vergessen, der Junge ist Profisportler, der verdient mit den Kämpfen sein Geld. Meines Geldes fließt natürlich in meine Ernährung. Man muss das, darf das nicht auf sich direkt projizieren, dass man jetzt 1200 bis 1500 Euro ausgeben. Stefan, mein Angebot steht immer noch, ne, hier oben. Mein Vater kommt vorbei, der macht dir hier die Decke für einen guten Preis hier. Der kommt vorbei mit seinen Jungs, mit Marcin, Jacek und Staszek. Die machen dir dann ganz schnell wieder hier deine Baustelle wieder fit. Ups, sag Bescheid, Stefan. Ich muss 6.000 bis 8.000 Kalorien am Tag essen. Ich muss wirklich darauf achten, dass ich extrem gesund lebe, damit... 6.000 bis 8.000 Kalorien am Tag? Krass. ...mein Körper dieses ganze Trainingsvolumen und diese Trainingsintensität auch absorbieren kann und ich einfach die bestmöglichen Voraussetzungen schaffe, um optimal zu regenerieren. Kurz das Fahrwerk wechseln. Genau. Winter- und Sommerreifen. Hier, das ist eher, wenn es richtig nass ist. Und jetzt, das ist eher was, wenn man zivilisiert darüber kommt und nicht wie der allerletzte Hillbilly. Nicht Fernseher weg, BMW weg, wenn die da hinkommen. Lauch, okay, aber der hat schon bewiesen, ne, dass der gut essen kann. 500 Gramm Haferflocken im letzten Video. 8,5 Kilo Reis im Video davor. Der Typ ist krass, Alter. Der kann fressen wie ein Irrer. Und ihr dürft nicht vergessen, so ein MMA-Training ist niemals vergleichbar mit Kraftsporttraining. Da verbrennt ihr viel mehr Kalorien und das macht, glaube ich, auch viel, das macht euch noch hungriger, Alter. Das ist irre. Mach mal so Probetraining. Ihr seid am Arsch danach. Ihr wollt nur noch schlafen, in die Badewanne und schlafen. Schaut bei Compound vorbei, Deutschlands größter Kampfsportshop, eine krasse Auswahl an Premium-Marken. Mit dem Code T800 bekommt ihr 10% auf alle Artikel. Das sind Bandagsbandagen, nie wieder Bandagen wickeln, kann man einfach in die Waschmaschine reinhauen. Ist ruckzuck, bandagiert die Hand, perfektes Padding, stabiler Schaft, einwandfrei, passt auf ein MMA-Handschuh. Gibt's auch bei Compound. Ja, Thai-Boxen, auch allgemein Kampfsport. Kampfsport fickt dich, was das angeht. Gute Runden, war ja heute ein bisschen müde, aber an den Tagen, an denen man müde ist, hat man tendenziell weniger Erwartungen und am Ende ein besseres Training. Guckt euch das mal an, wie komplett nass geschwitzt man ist. Würde man jemals nach Brustbizeps so aussehen? Never! Boah, der hat gesessen auf der Leber. Na, da mal einen stabilen Sparringspartner hier. Der polnische Glatzkopf sieht auf jeden Fall so aus, der ist gut, ne? Der gibt Gas, Alter.
Der ist krass, der Typ. Safe ist das ein Pole, Alter. 100%. Boah. Er hat gescheppert. Gute Nacht, dobra noc. Ey, die hauen sich echt gut hier auf die Schnauze, ne? Gut, very nice. Fuck. Sparring ist zu Ende, knackige 5 Runden, ihr habt es gesehen, da ist alles gegeben worden. Ich bin jetzt schon ein bisschen platt, habe nur Saft zu mir genommen. Jetzt werde ich das Fenster der Nahrungsaufnahme öffnen. Das heißt, das anabole Fenster jetzt, schnell essen. Das heißt, wir werden 3 Gerichte und 2 Snacks zubereiten. Ich nehme euch mit, zeige euch alles, was ich mit den Zutaten, die wir eingekauft haben, machen werde. Dann beginnt es zu spachteln. Ja, und später wird es dann... Dann beginnt das Spachteln. Spachtel lieber oben deine Decke mit meinem Papa zusammen. Ein regeneratives, kleines Krafttraining geben, wo ich mehr ansteuere, meine Muskulatur, einfach nochmal dafür durch Blutung sorgen. Das ist auch Teil von den Tagesordnungspunkten. Das ist ein echter Exer. Sehr lecker. Geiles Eiweiß. Schaut bei der Rubrik Food and Snacks vorbei. Dort gibt's richtig geile Gadgets, Proteinchips, die Pfannkuchenmischung, Creamy und Crunchy Erdnussbutter. Ihr findet dort Riegel, Schokocreme. Mit dem Code T800 könnt ihr 10% sparen. Boah, ich klatsch mir gleich auch noch so eine fette Mahlzeit rein, Alter. Ich hab Hunger. Hunger des Grauens. Kommst du voran? Gut, gut. Guck mal, selbst Stefan Pütz sieht mit dem Unterleitner Winkel brutal aus. Wir haben einiges dazugelernt hier, ne? Was Winkel angeht. Boah, Schupfnudeln auch sehr, sehr lecker. Geile Kohlenhydratquelle. Esse ich auch auf dem Aufbau. T800, sein Code vom Terminator. Gut, das schaffen wir in einer guten Zeit diesmal. Lea hat schon alles vorbereitet, geschnippelt. Boah, was war das denn geiles, Alter? Was ist das? Für eine Soße. Ist das die Erdnuss-Saucy? Vom ApoRed? Gut. Das schaffen wir in einer guten Zeit diesmal. Lea hat schon alles vorbereitet, geschnippelt. Was ist das für eine Soße? Weiß das jemand? Warum wuchern die Ohren? Das ist normal bei Kampfsportlern. Durch die Abreibung hat man irgendwann so Blumenkohlohren. Also Kokoschips. Aber was ist das für eine... Für eine Soße. Die sieht verdammt lecker aus. Hey, Stefan, brutaler Koch, Alter. Hey, ganz ehrlich, das sieht echt gut aus. Schon anstrengend zu kochen, ne? Auf jeden Fall. Boah, der ist ja voll am Schwitzen. Sparring hat seine Spuren hinterlassen, der Metabolismus arbeitet und will gefüttert werden. Hey, ich habe so lange keine Eier mehr gekocht, ich wusste es nicht. Hast du die Eier ins kalte Wasser auf die Herdplatte gestellt? Ja, habe ich wirklich. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Wie hast du dich heute hier eingebracht? Zwei Stunden lang geschnippelt. Alles geschnippelt. Wir haben alle Gerichte geschafft, 4 Gerichte, 1 fehlt noch, sind die Powerballs, die wird Lea jetzt machen gleich. Wir werden so lange zum Training gehen, Haare schneiden, dann kommen wir zurück. Seine Frau auch sehr, sehr sympathisch. Ich mag die beiden in Kombination, gefällt mir. Und verspeisen auch die Powerballs. Rezepte zu allem findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ah, gut, okay, dann gucken wir gleich mal, was das hier für eine Vanillesoße denn ist. Was hat er denn da? Rezepte, Schupfnudeln, Nährwerte. Ey, krass, guck mal, das hat hier sogar schön mit Nährwerte gemacht. Cashew, Erdnusskugel, nein. Heidelberg, Kokos, Riegel, Oatmeal, nein. Nein, das war doch diese... Hä, wo ist denn diese Porridge Bowl, die der hatte? Keine Ahnung, ich guck gleich mal. Freunde, tut mir leid, ich guck gleich. Tia Kama, danke dir fürs Prime-Abo, Mann. Das Wetter, ne? Das beste Wetter, Mann. Das ist richtiges Wetter. Dieses verweichlichte Sommerwetter, Mann. Das ist nur was für Luschen.
werden jetzt ein kurzes Workout machen. Das ist auch für den Kuchen. Ah, okay, alles klar. Danke für die Info, Freunde. Im Hypertrophiebereich, damit ich alles nochmal ansteuere. Wir werden nicht bis zum Versagen gehen. Kniebeuge, Kreuzheben wird mit dabei sein und ein paar Core-Übungen. Also man sieht, der pumpt zweimal, also der trainiert zweimal am Tag, einmal morgens früh schön Kampfsport und dann gab es eine Mahlzeit, einen Shake und jetzt ist er hier auch wieder im Gym. Fleißig, fleißig. Und zum Abschluss springen wir ein bisschen Seil. Seilchen springen für 300 Euro, ne, ihr wisst. Bist du eigentlich stolz drauf, wenn du in Retroperspektive reflektierst, dass du in 35 Jahren eigentlich was kontinuierlich, ohne Pause durchtrainiert hast? Es gehört natürlich zu meinem Alltag dazu und es gehört auch zu meiner Lebensqualität dazu, dass ich einen Workout jeden Tag absolviere, weil sonst fühle ich mich einfach nicht gut. Und selbst wenn ich einen Pausentag habe oder den plane, habe ich ein regeneratives Workout, das eine Stunde geht, sodass ich meine physische Auslastung habe, damit mein Geist gut funktioniert. Kann ich voll verstehen. Funktioniert, damit ich mich gut fühle, damit ich Durchblutung habe und mein Metabolismus auch stimuliert wird. Freust du dich, das alles zu verschlingen? Selbstverständlich. Dafür habe ich den ganzen Tag so hart gearbeitet. Stefan ist 35. Hat er auch gerade gesagt. 35 Jahre alt und macht fast sein gesamtes Leben Kraftsport. Sport, nicht Kraftsport. Sport. So. Meine Schulter tut nur beim Zugucken weh, Alter. Zum Abschluss meines regenerativen Trainings. Da haben wir jetzt hier die brutalen Seilchen. Trainings springe ich noch eine Runde Seil, 3 Minuten als Cooldown. Fördert nochmal die koordinativen Prozesse, ist im Kraftausdauerbereich richtig geil. Hilft mir, lockerer zu sein, ein bisschen Geschwindigkeit bereitzubringen. Ich habe diese leichten Seile, ihr könnt auch schwerere Seile verwenden und somit einen anderen Trainingsreiz setzen. Ihr habt Abwechslung im Training, sind hochwertige Seile, deshalb gibt es eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, ihr seid also auf der sicheren Seite. Mit dem KT800 könnt ihr 10% sparen. So, wir starten mit dem ersten Gericht für die Nahrungsaufnahme. Das sind hier einmal, das ist der Schupfnudelsalat. Das ist ein mega geiles Gericht. Boah, voll Bock darauf jetzt, Alter. Plug and Play, super einfach zuzubereiten und schmeckt richtig gut. ~180 Kohlenhydrate, ~130 Fett und ~70 Eiweiß. Bloß nicht katabol werden, auch im Autofahren muss gegessen werden. Geil. Das sind die Johannisbeer Fitnessriegel eigentlich, aber die sind bei mir zu einem Kuchen geworden. Schmeckt extrem gut. Mhm. Ich schwör's dir, so sieht's aus. Kacke 1, 2, 1, 1. Was hast du für einen schäbigen Namen, Alter? Kacke 12, 12. Irre. So, dann gibt's auch direkt schon die nächsten 800 Kalorien. 40 Eiweiß, 90 Carbs, 25 Fett. BXNKSI, danke dir, mein Lieber, für 2-monatigen Support. Bester Mann. Das erste Mal war ich hier 2012, aber dann war es irgendwann zu blöd, den Bahnhof zu fahren. Dann habe ich woanders geschnitten. Dann gab es eine Zeit, wo ich mir selbst die Haare geschnitten habe. Dann gab es die Zeit, wo ich hier zurückgekehrt bin. Ich. Danke dir für 5 Euro Credits. Ah ne, es ist Raid. Es ist ein Raid von 5 Personen. Danke dir auch dafür. Sehr, sehr korrekt. Ich dachte auch, Stefan Pütz ist so ein Kandidat, der tatsächlich dachte, ich schneidet seine Haare selbst oder seine Freundin zu Hause mit einem schönen Rasierer. Manchmal gehe ich gerne. Also, so habe ich ihn eingeschätzt. Ins Bahnhofsviertel, aber tendenziell mag ich mehr weniger Asphalt, weniger Junkies, saubere Straßen. Ich bin immer mit Hunden unterwegs. Ich mag es nicht so, wenn meine Hunde auf Spritzen rumkauen und auf irgendwelchen Müllresten. Deswegen bevorzuge ich so lieber die ländlichen Gegenden. Mach einfach so, wie du denkst, dass es gut ist. Das kann schon gefährlich sein, diese Anweisung. Es kommt drauf an, wer der Friseur ist. Guck mal, Daniel Kubik. Daniel. Guck mal lieber die Reaction und guck mal hier, wie man richtige Übergänge schneidet. Zeig das Video mal deinem Friseur. Für 12 Jahre ich kenne, du bist immer besser. Immer lachen, immer Schepass. Schepass. Nicht, dass du noch katabol wirst? Ja, Mann, das ist nicht, dass ich katabol werde. Löffel auch schon einstecken darf. Klar, Mann, das ist schon dabei. Das ist das Grundprinzip. Du hast dein Perso und dein Löffel. Was ist das Geiles? Ich habe jetzt noch mehr Hunger. Stefan, hör auf. Dabei.
Das ist ein Kartoffelschichtsalat mit roter Beete und Schnittlauch on top. Rote Zwiebeln sind noch mit dabei und mit dem Essig-Öl-Dressing angemacht. Voll übertrieben lecker. Sehr erfrischend, auch beim Friseur. Oder schlechter als Kubiks Friseur geht nicht. Danach folgt Glatze oder Haarausfall. Geht nicht. Schön mit Haaren drin für die Extrakalorien. So, wieso gut? Ist kürzer. Gefällt's dir? Ja klar. Jetzt gehen wir zu Max. Gericht Nummer 4 ist jetzt an der Reihe. Bei Max muss auch gegessen werden. Alles reinkommt in den Kanister. Schau, wer war am schnellsten? Wir werden es nicht herausfinden. Hey, Stefan Pützzüchtung. Ja. Und was ist das denn für eine Zucchini? Jobane Brot, Alter. Du willst, kannst dich da draufsetzen, wenn du willst. Warum machst du so eine riesen Zucchini? Für Stefan, sag ja. Und die einmal im Monat holt er sich seine Zucchini ab, Stefan. Seine Zucchini, okay? Hört sich an wie ein japanisches Motorrad. Man hat natürlich gewisse Ansprüche und die müssen erfüllt werden. Hm? Das ist der schlimmste Brief, den man bekommen kann. Da warte ich übrigens auch gerade dran. Drauf. GZ, die Wichser. Richtig sinnvollster Brief. Das ist Gericht Nummer 4. Linsenspirellis mit Kichererbsen, Zucchini, Paprika und mit ein paar verschiedenen Gewürzen. Lecker. Das ist Kokosmilch, Kurkuma. Mega lecker, sättigt sehr gut. Sieht auf jeden Fall gut aus. Schmeckt bestimmt. Ich finde es cool, Stefan bereitet seine Mahlzeiten tatsächlich schmackhaft zu. Ne? Nicht so räudig trocken, sondern lecker. Da bist du wieder Schmutz, Alter. Schau. Das sind Eier. Ja. Außerdem, Eier herzlich auf Band. Ich wollte wieder von Stefan was essen und der hat geknurrt, dieser Hund. Ja, der hat nichts abgegeben. So, ey, ich schwöre, ich habe richtig Kohldampf. Ne? Ich sag's zum fünften Mal, ich kann nicht mehr. Eigentlich wären wir jetzt nach Hause gefahren und hätten die Powerballs, die wir geplant haben, die Lea fertig machen wollte. Allerdings habe ich mit einer Sache nicht bedacht. Und zwar, ich habe diese Datteln durch diesen Häcksler gejagt. Und das soll man. Der Mixer ist kaputt. Bitte nimm es einfach das nächste Mal ernst, wenn ich sage, dass die Datteln nur weich und kleingeschnitten dort verarbeitet werden können. Mensch, der Mixer ist im Arsch, was soll das? Kann man damit nicht machen, weil der ist jetzt heiß gelaufen, ist kaputt gegangen. Das heißt, ich kann das ganze Gericht nicht fertigstellen. Aber ich kann euch diese Powerballs trotzdem sehr ans Herz legen. Ja, wir blenden euch dafür ein Bild, wie die Powerballs hätten aussehen sollen oder hätten aussehen können. Plus die Makronährstoffe ein. Ist ein geiles Rezept. Würde ich auf jeden Fall in meine Diätplanung, in meine Ernährungsplanung mit einbauen. Es war ein informativer Tag, denke ich. Die Rezepte findet ihr in der Videobeschreibung. Hat Spaß gemacht. So. Auf jeden Fall, sehr, sehr aufwendiges Video mit den Rezepten in der Videobeschreibung. Chapeau, Hut ab. So sieht mal ein Vorbereitungstag von mir aus mit meiner kulinarischen Versorgung sozusagen. Mhm. Bis zum nächsten Video. Stefan, danke fürs Video, war cool. Interessante Mahlzeiten, Freunde. Wenn ihr Bock habt, das nachzukochen, ne, oder auszuprobieren, in der Videobeschreibung habt ihr die ganzen Rezepte samt Nährwertangaben. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.